So. Hier oben müssen natürlich auch noch Fackeln platziert werden. Oh, halt. War es da? Ja. Und zack. Gut. Ah, stimmt, es senkt sich ja ab mit der Zeit hier. Ich war gerade kurz ein wenig verwirrt. Oh shit. Oh shit. Da habe ich die Hölzer falsch gesetzt. Ey, Sapatzer. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und der nächste Deckfackeln, der drauf geht. Ja, da habe ich mich beim Zählen vertan. Na, da vorne ist eine Höhle von hier. Ah, die Hühner da unten sind auch nicht gesichert. Da muss ich sozusagen eigentlich eine zweite Mauer setzen. Hier unten muss insgesamt ein bisschen mehr gebaut werden, damit es sich sozusagen auch lohnt, dort großartig Befestigungen aufzubauen. Zu wenig Licht. Ja, exakt. Der ist gerade dort gespawnt, weil es dort zu dunkel ist. Hier unten drin habe ich Licht, ne? Ja. Ansonsten leuchtet es hier überall schön. Außer da. So, dann schlafe ich mal wieder hier im Bett. So. Man muss ja auch die Taverne nutzen, wenn man die schon einmal gebaut hat. Raus. Ja, da hängen Zombies an unserer Tür. Ist das ein Skelett? Ja.
So, da oben geht's mit unserer Mauer jetzt weiter. Nächster Abschnitt wird jetzt fertiggestellt. Hier oben muss halt auch ausgeleuchtet werden, nicht dass die uns auf der Mauer spawnen. Weil Kreaturen können ja auf Cobblestone spawnen. Das wollen wir vermeiden. Da ist die Fackel, da unten habe ich scheiße platziert. Aber das werde ich jetzt nicht ändern. Okay, hier habe ich schon gut gearbeitet. Das ist wunderbar. Hier oben platziere ich jetzt noch ein paar Fackeln. Einfach der Sicherheit halber. Dann würde ich hier unten das Gebiet eher nochmal umzäunen. Weil ich hier eher die Gefahr gegeben sehe, dass uns Monster ins Dorf einfallen. Beziehungsweise, ja, Stadt ist es ja jetzt mittlerweile. Weil wir haben eine Stadtmauer und diese wurde nur, obviously, Städten verliehen. Das Recht, eine Stadtmauer zu bauen. So kaffig das auch sein mag, wo ich hier wohne. Es war im Mittelalter eine Stadt. Und es zählt auch heute noch als Stadt. Man mag es kaum glauben. Ich mag's, wo ich wohne. Ja, wobei, eigentlich ist es schon ganz schön hier. Eigentlich ist es schon ganz schön hier, wo ich wohne. Ist halt ruhig. Und man ist halt trotzdem nicht so weit ab vom Schuss, wie man befürchten könnte. Schon ganz cool hier, finde ich. Meine, für mich muss ja auch nicht viel los sein. Das ist ja auch der Vorteil für mich. Ich kann in so einer ruhigen Gegend ganz gut leben. Ohne dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Einfach deswegen, weil ich eher ein ruhiger Mensch bin als jemand, der die ganze Zeit Party machen will. Wobei, besoffen kann man sich ja auch. Oder? Oh, ich weiß gar nicht, ob es hier noch Kneipen gibt oder ob die schon alle den ganzen Cafés gewichen sind. So, nochmal eine Fuhre Cobblestone holen. Und dann ist auch dieses Dorf hier hermetisch abgeriegelt. Dann sollte wirklich nichts mehr passieren können. Außer dass vielleicht doch mal hier und da ein... Whoopsala. Hier und da ein Monster random spawnt. Haben wir ja festgestellt, kann passieren. Aber es sollte zumindest nicht mehr allzu häufig passieren, dass hier irgendwas passiert. Wir haben nur das Problem, ich habe keine Fackeln mehr.
Also Fackeln außen an der Mauer platzieren ist jetzt unmöglich. Und Fackeln innen platzieren ist auch gleich unmöglich. Also nach jetzigem Stand sind die Monster eher nochmal eingeschlossen in unserem Dorf als ausgeschlossen. Und die Mauer ist geschlossen. Wir haben jetzt auch noch neues Territorium erschlossen für unser Dorf, was auch sehr hübsch ist. Und damit sind wir bei knapp einer Stunde angelangt, was ebenfalls sehr gut ist. Und dann werden jetzt mal die Karten aktualisiert. Da bilden sich jetzt die zwei großen neuen Bäume rein. Und die Mauer wurde reingeneriert. Natürlich fällt die Karte hier rüber. So, hier sehen wir auch, wie sich die Mauer in die Welt generiert. Da sehen wir nur, wie sich unser nächstes Feld ein bisschen ändert. Und hier sehen wir auch nichts. Hallo. Ja, da haben wir die Mauer. Die versiegelt dann hier den Bereich. Genau, da geht die außen rum. Hier versiegelt sie den Bereich. Da geht sie lang. Dann haben wir dort ein Stück Mauer und hier hinten lang und vorne rum zu. Ja. Ach, ja, mir wurde ein Tipp gegeben. Funktioniert ja spitze. Es funktioniert nicht. Ja, Pressure Plates kamen auch mit Doppeltüren nicht klar. Ich vergaß. Dann machen wir es so. Den Cobblestone lege ich jetzt noch mal ein bisschen ab. Dann hier noch das ganze Loot-Zeug. Kommt weg. Und dann würde ich jetzt zur letzten Amtshandlung der heutigen Folge einmal mehr durch unser Schafsfeld gehen. Vorletzte Amtshandlung. Wir räumen dann noch die Kisten um. Also dass die Wollkiste mal wieder in die Chest entleert wird. Und dann
will ich mal wieder auf den Tempel raufklettern. Preise den Gottkönig und so. Um auch mal einen Überblick zu bekommen. Nein, Hellblau kommt hier nicht rein. Rot haben wir jetzt schon eine gute Menge. Schwarz haben wir auch eine gute Menge. Grün kommt da nicht rein. Dunkelgraue Wolle haben wir nicht viel. Aber blau fühlt sich auch schön. Das erfreut mich. So, dann gucken wir hier mal eben lang. Hier sieht's wirklich safe aus. Das ist sehr schön. Ich meine, da ist noch dunkel, aber ich meine, da drunter ist auch Wasser. Im Wasser spawnen Monster nicht. Soweit sehe ich hier auch keine Monster. Da könnten tatsächlich welche spawnen. Das ist noch gefährlich. Aber es ist nur ein kleiner Bereich meines Dorfs, meiner Stadt. Steht immer noch mein Bett. Unser Kultbild des Gottkönigs. Ich finde den Holztempel auch richtig fancy. Der gefällt mir auch sehr gut. So, dann klettern wir einmal hier hoch. Ach, der ist noch so schön alt gebaut. Oh ja! Junge, sieht das gut aus. So richtig schönes Bergdorf im Prinzip. Mann, sieht das gut aus. Es hätte fast richtig wehgetan. For real. Oh Gott, da unten war eine Hexe. Gut, jetzt will ich noch einmal auf den Aussichtsturm klettern. Das Dorf einmal auch noch aus der nächsten Nähe sozusagen betrachten. Die Spinne kickt mich hier runter. Nee, kann sie nicht. Kommt nicht hier hoch. Sehr schön. Ja. Sieht friedlich aus. Und um die Spinne zu umgehen, nehme ich lieber massiv Schaden in Kauf. Und einmal runter hier. Und schlafen. Ich könnte den Villager hier vielleicht mal eine Falltür spendieren für oben, aber ist egal. Gut. Dann bedanke ich mich damit bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.